Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute an Sie eine Frage stellen. Meditieren Sie. Meditieren Sie häufig. In welcher Art und Weise meditieren Sie? Ist Meditation biblisch? Und wenn ja, wie sollte Meditation aussehen und wie sollte Meditation nicht aussehen? Ich möchte heute in dieser Predigt diese Frage einmal behandeln, weil ich meine, dass sie sehr wichtig ist für unser tägliches Leben. Gebet ist ja etwas, das wir täglich verrichten sollen. Bibelstudium ist etwas, was wir täglich verrichten sollen. Aber wussten Sie, dass die Bibel auch von uns erwartet und dass Gott von uns erwartet, täglich zu meditieren? Aber natürlich in richtiger Weise. Es gibt da viele falsche Vorstellungen von Meditation, von fernöstlichen Meditationspraktiken. Davon geht die Bibel keineswegs aus. Bevor ich fortfahre, zunächst einmal noch ein Wort in eigener Sache. Wie Sie ja wissen, kommen meine Frau und ich im September nach Deutschland, und zwar in die Nähe von Speyer. Ich hatte Ihnen bereits in der letzten Predigt mitgeteilt, dass wir uns am Posaunenfest und am Versöhnungstag auf jeden Fall versammeln werden. Die Daten wiederum: der 17. September für das Posaunenfest und der 26. September für den Versöhnungstag. Wir hatten auch vor, uns an den wöchentlichen Sabbaten dann zu versammeln, die dazwischen liegen, aber wir haben jetzt Schwierigkeiten mit dem Hotel, wo wir normalerweise sind, weil die sich in Umbauarbeiten befinden und scheinbar zurzeit keine Räume dann vermieten. Wir werden Ihnen noch mitteilen, wo genau wir uns dann in Speyer treffen werden. Aber wie gesagt, an diesen beiden Tagen auf jeden Fall, sodass Sie, wenn Sie kommen möchten, sich das bereits schon mal vormerken können. Jetzt zurück zur Frage der biblischen Meditation. Schauen Sie, meine Damen und Herren, in diesem heutigen Leben sieht es ja so aus, dass wir so gestresst sind, von einem Termin zum anderen hetzen, gewisse Dinge tun müssen, die ja unbedingt gemacht werden müssen, sodass wir kaum Zeit zum Nachdenken haben, kaum uns Zeit nehmen, uns mit den wichtigen Dingen des Lebens zu beschäftigen. Fragen wie: Warum existieren wir eigentlich? Sind wir lediglich das Produkt eines blinden Zufalls oder hat uns Gott erschaffen? Und wenn uns Gott erschaffen hat, warum hat er uns erschaffen? Was ist Ihr Potenzial? Was ist Ihre Bestimmung? Was geschieht, wenn Sie sterben? Hat Gott eine Ziel- und Zweckbestimmung für Sie? Und was ist diese Bestimmung? Schauen Sie, die Menschen in der Bibel haben sich oft diese Fragen gestellt. Und wenn man sich diese Fragen stellt, dann meditiert man. Dann denkt man nach. Das ist eigentlich die Kunst der Meditation, von der die Bibel spricht. Aber es geht nicht nur darum, sich Fragen zu stellen, es geht auch darum, Antworten auf die Fragen zu erhalten. Aber zunächst einmal erhält man keine Antworten, wenn man sich zunächst einmal keine Fragen stellt. Ich möchte heute, wie gesagt, über diese Art, diese, ich möchte sagen, Kunst der Meditation sprechen. Und der erste Punkt, wenn man das so aufgliedern möchte in Punkte, der erste Punkt ist, dass viele der Gerechten in der Bibel am Abend oder sogar in der Nacht meditiert haben, nachgedacht haben, sich konzentriert haben auf den wirklichen Zweck, den Sinn, den Grund des Lebens. Das ist auch eine sehr interessante Zeit, weil man da sich ein wenig dann absondern kann von der Hektik des Alltags. Schauen wir uns einmal eine Stelle an im ersten Buch Mose in Kapitel 24. Und ich werde heute hauptsächlich aus der Elberfelder Bibel lesen, weil die Elberfelder Bibel in dieser Beziehung weitaus genauer ist als zum Beispiel die Lutherbibel, von der ich normalerweise lese. In 1. Mose Kapitel 24 lesen wir, angefangen in Vers 63. 1. Mose 24 und angefangen in Vers 63. Es ging hier darum, dass der Knecht des Abraham ausgezogen war, um für Isaak eine Frau zu finden.
Und in Vers 63 heißt es hier, und Isaak aber war hinausgegangen, um auf dem Feld zu sinnen. Zu sinnen, nachzudenken, zu überlegen, zu meditieren. Wann? Beim Anbruch des Abends. Und als er nachdachte, mit Sicherheit auch über die Frage nachdachte, ob es dem Knecht gelungen sein könnte, ihm eine Frau zu bringen, da heißt es, er hob seine Augen und sah, und siehe, Kamele kamen. Und auch Rebekka hob ihre Augen und sah Isaak, und da glitt sie vom Kamel. Und dann haben sich diese beiden Leute dann getroffen. Und natürlich, letztendlich haben sie dann geheiratet. Schauen Sie, er dachte nach. Er hat sich Überlegungen gestellt und gemacht, ob sein Leben so weiter verlaufen würde, wie es bislang verlaufen war, und ob die Zukunft im Einklang stehen würde mit dem, was Gott von ihm erwartete und verlangte. Schauen wir uns auch einmal Psalm 63 an. Psalm 63 und in Vers 7. Psalm 63 und Vers 7. Angefangen in Vers 6, um wiederum den Zusammenhang zu sehen, auch dies ist ein Psalm von David. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden, und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. David dachte über Gott nach. Er dachte über den Sinn seines Lebens nach. Und er dachte während der Nacht, als er sowieso nicht schlafen konnte, weil er die Nachtwache hatte. Er war ja ursprünglich ein Schäfer gewesen, der sich um die Schafe kümmern musste. Da dachte er über den Sinn des Lebens nach. Er dachte über seinen Schöpfer nach. Warum hatte Gott ihn erschaffen? Gute Fragen. Und natürlich auch, was verlangte, was erwartete Gott von ihm, wie er sein Leben leben sollte. Wir sollen also, wenn wir meditieren, wenn wir nachdenken, wenn wir nachsinnen, uns auf Gott konzentrieren, auf sein Wort. Schauen wir uns einmal Psalm 8 an, wie David nachgedacht hat. Psalm 8 und angefangen in Vers 3. Psalm 8 und angefangen in Vers 3. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Aber dann fährt David fort, etwas hier niederzuschreiben, über das er nachgedacht hat. Warum wird Gott dies tun und was ist der Sinn und der Zweck unseres Lebens? Vers 4. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Finger Werk, also David hatte keinerlei Zweifel daran, dass es Gott war, der das Universum erschaffen hatte. Die Sterne am Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Er glaubte keineswegs an eine zufällige Konstellation, eine zufällige Entstehung des Universums. Was, Vers 5, ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst oder dass du dich deiner oder seiner annimmst. David hat über den Zweck, den Sinn des menschlichen Lebens nachgedacht und auch über die Frage, warum kümmert sich Gott um uns? Erleben Sie die Realität Gottes in Ihrem Leben? Spüren Sie, dass es Gott gibt? Spüren Sie, dass Gott sich Ihrer annimmt? Und wenn ja, warum tut er das? Warum leben sie überhaupt? Was erwartet Gott von ihnen? Gedanken, die wir uns alle stellen müssen, kontinuierlich, täglich, damit unser Leben im Einklang steht mit dem, was Gott von uns erwartet. Akzeptiert Gott ihre Meditation? Nimmt er sie wohlgefällig an oder lehnt er sie ab? Wissen Sie, man kann auch auf falsche Weise meditieren. Es geht darum, dass wir uns auf richtige Weise
mit Gott, seinem Wort, beschäftigen. In der Mengebibel wird Psalm 7 und Vers 2 in folgender Weise übersetzt. Psalm 7, und ich lese hier jetzt aus der Mengebibel, Vers 2. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht, hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich. Aber wenn Sie jetzt zurückgehen zu Vers 1, dann finden Sie hier in der Mengebibel Folgendes. Ein Bittgebet oder ein feierliches Lied Davids, dass er dem Herrn, schauen Sie, wegen der Worte des Benjaminiten Kusch sang oder dichtete. Obwohl er hier sich die Situation vergegenwärtigt, dass er jetzt verfolgt wird, wendet er sich an Gott. Oder weil er sich dieser Situation gewärtig ist, wendet er sich an Gott. Und das heißt hier, es ist dies ein Bittgebet oder feierliches Lied. In der englischen Bibel heißt es ist dies eine Meditation. Es ist dies ein Nachsinnen, ein Nachdenken. David stellt sich die Frage, wie kann ich aus dieser Situation herauskommen? Und er wendet sich natürlich an Gott um Hilfe. Er hat nicht versucht, das auf seine eigene Weise zu lösen. Im Psalm 104, zurückkehrend jetzt zur Elberfelder Bibel, lesen wir Vers 34. Psalm 104 und in Vers 34. Wiederum, wenn wir uns auf falsche Weise dem Nachdenken, dem Nachsinnen widmen, dann ist das nicht wohlgefällig in Gottes Augen. Im Psalm 104 und in Vers 34 heißt es, möge ihm gefallen meine Rede. Und in der Anmerkung, in der Fußnote heißt es hier, meine Betrachtung. Und so sollte es auch übersetzt werden, im Englischen wiederum, meine Meditation. Möge ihm gefallen meine Betrachtung, mein Nachsinn, mein Nachdenken. Ich freue mich in dem Herrn. Also auch hier wiederum muss ich das Nachdenken, das Nachsinnen auf Gott konzentrieren. Was Gott von einem erwartet, was Gott will, dass wir tun. Wenn wir uns auf andere Weise, wie wir noch sehen werden, mit den Dingen des Lebens beschäftigen und darüber nachdenken, dann muss das nicht unbedingt in Gottes Augen wohlgefällig sein. Meditation, richtig übersetzt, richtig verstanden, bedeutet nichts weiter als nachdenken, nachsinnen, über gewisse Dinge sich klar werden, versuchen zu verstehen, versuchen Sinn und Zweck aus alledem zu machen, mit dem wir tagtäglich konfrontiert werden. Wir müssen mit dem richtigen Herzen meditieren, mit einer richtigen Gesinnung uns an Gott wenden. Im Buch Sprüche lesen wir in Kapitel 23 und in Vers 7, auch wiederum hier aus der Elberfelder Bibel, wie ich jetzt die ganze Zeit über aus der Elberfelder Bibel lesen werde, wenn ich nicht etwas anderes dazu sage. Da heißt es in Sprüche 23 und in Vers 7, denn wie ein Haar in seiner Kehle, so ist es. Iss und trink, sagt er zu dir, aber sein Herz ist nicht mit dir. Das heißt hier ein wenig holperig übersetzt, denn wie ein Haar in seiner Kehle, so ist es. Aber in der Anmerkung wieder, in Anmerkung 39, wie es hier in der Elberfelder Bibel steht, heißt es, denn wie einer, der in seiner Seele berechnet, so ist er. Aber er spricht hier über einen Missgünstigen, einen Ungerechten, der denkt auch nach, der nimmt sich etwas vor, er berechnet es in seiner Seele, wie es übersetzt werden kann und soll. Aber das ist keine Meditation, die aus einem richtigen Herzen kommt. Eine Meditation, die sich im Einklang findet mit Gott. Im Gegenteil, der versucht hier etwas zu tun, was eben Gott gar nicht wohlgefällig ist. Im Psalm 37 lesen wir hingegen Folgendes in den Versen 30 und 31. Psalm 37 und die Verse 30 und 31.
Der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus, und seine Zunge redet Recht. Vers 31. Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen, und seine Schritte werden nicht wanken. Die Weisung Gottes ist im Herzen des Gerechten. Und weil die Weisung Gottes, das, was Gott von einem erwartet, in seinem Herzen ist, spricht sogar auch sein Mund Weisheit aus. Und er wird dann auch nicht wanken. Er wird dann auch auf geradem und richtigem und stabilen Wege gehen können. Weil er über diese Dinge nachgedacht hat, weil er zu dem Entschluss gekommen ist, zu der Entscheidung, den Worten Gottes gehorsam zu sein und dem Weg Gottes dann zu folgen. Aber die Weisung Gottes wird nicht automatisch in unserem Herzen sein. Wir sind ja alle in einer Welt groß geworden, die abgeschnitten ist von Gott. Diese Welt wird ja keineswegs von Gott regiert. Das heißt, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Satan ist derjenige, der alle Menschen verführt hat. Angefangen mit Adam und Eva. Nun, er hat Eva verführt. Adam wurde nicht verführt, hat aber trotzdem sich dazu entschlossen, Gott ungehorsam zu sein. Um zu dem Punkt zu gelangen, dass die Weisung Gottes in unserem Herzen ist, müssen wir den Heiligen Geist Gottes in uns haben. Und wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass dies nur dann der Fall ist, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass wir den Heiligen Geist erlangen können. Da gibt es also Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist die, dass wir erkennen, dass nur in Jesus Christus das Heil ist. Die Voraussetzung, dass wir erkennen, dass wir bereuen müssen von unseren Sünden, die wir begangen haben. Und die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Dass wir an Christus sein Opfer glauben müssen. Die Tatsache, dass sein Opfer uns die Vergebung der Sünde gibt. Und dass wir natürlich uns dann auf richtige Weise taufen lassen müssen. Aber auch damit dem Vorsatz, der bereits schon vorher sich manifestiert hat, dass wir Gottes Gebote halten werden. Inklusive den Sabbat, inklusive die heiligen Festtage Gottes. Inklusive zum Beispiel Zehntenzahlungen. Wer nicht dazu bereit ist, der sollte sich auch nicht taufen lassen. Man kann da nicht mit Gott irgendwie spielen. Dazu gehört auch die richtige Art und Weise der Meditation, sich zu überlegen, haben wir wirklich den Vorsatz und den Willen und die Kraft, Gott gehorsam zu sein. Nun, mit Gottes Geist in uns werden wir noch mehr natürlich von der Kraft erhalten, aber vorher bereits arbeitet Gottes Geist mit uns, wenn er uns auf den Weg hin zur Taufe führt. Wir müssen bereits vorher schon Gott zeigen durch unsere Lebensweise, dass wir bereit sind, ihm zu gehorchen. Gott gibt seinen Heiligen Geist nur denen, die ihm bereits gehorchen, soweit wie es eben menschlich gesehen geht. Eine Person, die Gottes Geist hat, die von Gottes Geist geleitet ist, die wird sich über diese Dinge Gedanken machen. Die wird verstehen wollen, wie man Gottes Gebote mehr und mehr halten kann. Nicht nur dem Buchstaben nach, sondern auch dem Geiste nach. Diese Person wird sich darüber Gedanken machen, was eigentlich der Sinn und Zweck gewisser Gesetze ist. Es geht nicht nur darum, jemanden nicht umzubringen. Es geht bereits darum, jemanden nicht zu hassen. Denn Hass führt zum Mord, wenn man alle Umstände in dieser Weise zusammennimmt. Wenn wir etwas in der Bibel lesen, dann sollten wir uns die Zeit dazu nehmen, darüber nachzudenken, was wir gelesen haben. Darüber nachzudenken, wie es in unserem Leben praktische Anwendung finden kann. Mir hat jemand einmal gesagt, wenn man die Bibel liest, nur aufgrund von theoretischem Wissensdurst, aber nicht bereit ist, das, was man in der Bibel findet, an praktischen Befehlen dann auch durchzuführen, dann liest man die Bibel vergeblich. Denn die Bibel ist ja unser Anleitungsbuch für unser Leben, das uns zeigt, wie wir leben sollen, damit wir das Potenzial, das Gott für uns bereithält, dann auch erlangen können. Im Psalm 119, lesen wir Vers 10. Psalm 119 und Vers 10. Da sagt David: Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Und dann auch in Vers 11.
In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Wiederum, es geht um die Einstellung. Aber wenn man von ganzem Herzen Gott sucht, dann muss man natürlich auch darüber nachdenken, was Gott einem sagt. Und wenn man dann seine Gebote in seinem Herzen verwahrt, dann muss man natürlich zunächst einmal erkannt haben, durch Nachdenken unter anderem, durch das Akzeptieren dessen, was Gott uns offenbart, was Gottes Gebote sind, was heute noch gültig ist. Nun, viele Menschen haben mir geschrieben oder auch zu mir gesprochen und gesagt, ja, aber zum Beispiel der Sabbat, die heiligen Tage, die sind ja noch abgeschafft und dann werden gewisse Stellen angeführt, die halt immer angeführt werden, um das angeblich beweisen zu sollen. Aber die Bibel ist sehr klar, dass alle diese Argumente nicht stichhaltig sind und nur durch richtige Meditation, durch das Akzeptieren dessen, was Gott einem offenbart, durch seinen Geist, kann man zu dieser Erkenntnis kommen. Und wenn einer nicht Gottes Gebote halten will, unter anderem den Sabbat, die jährlichen Festtage, dann wird er Argumente finden, um dies begründen zu können, aber das sind dann Meditationen, die nicht wohlgefällig sind in den Augen Gottes. In Vers 15 fährt David fort zu sagen, deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. Er will über die Vorschriften Gottes nachdenken. Aber das Nachdenken führt dann dahin, dass er dann auch die Gesetze beachtet, anwendet, in seinem täglichen Leben gebraucht. Schauen Sie, in den Nachtwachen überlegte sich David vielfach, habe ich diese Gebote in dem heutigen Gewirr und Wirrwarr der täglichen Ereignisse angewandt? Oder habe ich da irgendwie vergessen, es zu tun? Es wird uns gesagt, dass Abraham Lincoln jeden Abend über den Tagesablauf nachgedacht hat, um festzustellen, ob er ein Gott wohlgefälliges Leben geführt hat oder nicht. Meditation ist sehr wichtig. Aber ein Punkt, den es hier zu beachten gilt, ist, dass man nachdenken soll, denken soll, bevor man handelt. David hat sich menschliche Aktionen anhand des Wortes Gottes zunächst einmal überlegt, bevor er impulsiv reagiert hat. In Psalm 4 lesen wir Vers 5. Nun, einige werden möglicherweise nicht viel mit dieser Predigt anfangen wollen. Die sind mehr in Prophezeiung interessiert, in theoretische Dinge, die die Bibel so behandelt, was vielleicht geschehen wird mit Europa, mit Israel, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Schauen Sie, alle diese Prophezeiungen, wir haben ja auch viele Predigten darüber gebracht, die sollen einem eigentlich nur helfen, zu verstehen, wie Gott mit uns arbeitet, was Gott uns gesagt hat, was geschehen wird, damit wir einen besseren Zugang zu Gott finden, ein größeres Vertrauen gewinnen in die Bibel, in das, was die Bibel sagt, dass es wahr ist. Und wenn es wahr ist im Hinblick auf Prophezeiungen, im Hinblick auf das, was mit Völkerschaften geschieht, dann sollten wir dann auch die Vorschriften auf uns anwenden, die sich auf uns beziehen. Meditation ist ausgesprochen wichtig. Wenn jemand diese Predigt abschaltet, weil er daran nicht interessiert ist, zeigt mir dies, dass er nicht von Gott berufen ist. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Im Psalm 4 und in Vers 5. Erbebt. Oder man kann auch übersetzen, habt gerechten Zorn, aber sündiget nicht. In den meisten Fällen ist unser Zorn nicht gerecht. Jemand tut uns etwas an oder wir meinen, dass uns jemand etwas antut. Und dann wollen wir reagieren, mit der Faust reinschlagen, wie man so schön sagt. David sagt, denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager. Wiederum scheinbar während der Nacht, während des Abends. Aber seid still. Denkt nach, bevor ihr reagiert, bevor ihr impulsiv auf gewisse Dinge zurückkommt. Denkt nach, sündigt nicht.
Es heißt ja auch an anderer Stelle, dass der Zorn nicht die Nacht hindurch bleiben soll, sondern man soll ja den Zorn, wenn die Sonne untergeht, abgelegt haben. Es ist wichtig, nachzudenken, bevor man handelt. Aber die meisten tun das heute nicht, oder? Die meisten reagieren impulsiv und fühlen sich dann im Recht und denken vielleicht nachher erst nach, aber dann haben sie bereits schon gehandelt oder etwas gesagt und dann versuchen sie es zu rechtfertigen, ihre unglücklichen Reaktionen zu begründen. Eine gute Meditationsthematik ist, darüber nachzudenken, wie Gott reagiert, wie Gott handelt, wie Gott in unserem Leben wirkt, aber auch im Leben der Ungerechten. Schauen Sie, wir haben manchmal die Tendenz, dass wir uns selbst rächen wollen an denen, die uns etwas Böses antun. Aber die Bibel sagt uns, überlass das Gott. Gott wird schon auf die richtige Weise zu seiner Zeit reagieren. Psalm 119, die Verse 23 und 24. Psalm 119, die Verse 23 und 24. Sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich, dein Knecht sinnt nach über deine Ordnungen. Deine Zeugnisse sind auch meine Lust, meine Ratgeber sind sie. Also David sagte, selbst in Situationen der Bedrängnis, wenn andere sich gegen mich erheben und vielleicht sogar falsche Anschuldigungen vorbringen, ich denke über deine Gesetze nach, Gott. Ich denke darüber nach, was du von mir erwartest, wie ich mich verhalten soll im Hinblick auf diese Übeltäter. Im Psalm 9, und jetzt lese ich aus der Lutherbibel, Psalm 9 und Vers 17, da sagt David noch etwas mehr. Psalm 9 und Vers 17. Da sagt David, der Herr hat sich kundgetan und Gericht gehalten. Der Herr hat das getan. Ich brauche das nicht zu tun. Ich überlasse das Gott. Und Gott wird zu seiner Zeit eingreifen in meinem Leben, für mich eingreifen. Und er sagt jetzt hier, der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. In den meisten Fällen braucht Gott gar nicht einmal direkt einzugreifen, weil die Sünde zu automatischen negativen Konsequenzen führt. Aber vielfach tut Gott natürlich auch etwas, um gewisse Dinge zu beschleunigen und dahin zu bringen, dass diese Konsequenzen auch erreicht werden. Denn er will ja auch mit dem Gottlosen etwas tun. Er will ja, dass der Gottlose sich bekehrt von seinen bösen Wegen und lebt. Gott sagt ja, ich habe keine Freude am Tode des Gottlosen. Ich will, dass er sich bekehrt. Und manchmal braucht es dazu gewisse starke negative Umstände, damit der Gottlose zur Besinnung kommt. Vor allen Dingen der stolze Gottlose, der sich ja zunächst einmal gar nicht sagen lassen will. Aber David hat das erkannt. Er hat gesagt, ich überlasse das alles Gott. Und der wird sich dann kundtun und gerecht halten zu seiner Zeit. Und der Gottlose wird verstrickt sein im Werk seiner Hände. Und jetzt heißt es hier in der Lutherbibel Zwischenspiel Selah. Aber es sollte richtig übersetzt werden, Meditation, Selah. Meditation, denkt darüber nach, denkt über die Tatsache nach, dass Gott unser Leben führen will, beherrschen will. Wir sollen ihm folgen, er zeigt uns den Weg. Meditiert, denkt darüber nach und dann denkt auch darüber nach, wie ihr euch dann verhalten sollt. Und dann sagt er Selah. Selah, das bedeutet so viel wie, macht mal Pause. Sinnt ein wenig über das nach, was hier geschrieben steht, was hier gesagt wird. Geht nicht einfach darüber hinweg. Jedes Mal, wenn Sie in der Lutherbibel das Wort Selah hören, bedeutet dies oder lesen, macht mal Pause. Denkt darüber nach, was gesagt worden ist. Eine wichtige Lehre wird hier zum Ausdruck gebracht. Gott sagt uns, dass wir über seine Gesetze nachdenken sollen, und zwar immer, den ganzen Tag lang. Sich immer die Frage stellen, reagiere ich, handle ich
in richtiger Weise, da bin ich dabei, jetzt in richtiger Weise zu handeln. Niemals Gott aus dem Bild seines Lebens herauswerfen. Im Psalm 119, wiederum jetzt aus der Elberfelder Bibel, lesen wir die Verse 97 bis 99. Psalm 119, angefangen in Vers 97. Da sagt David, und die Frage ist, können wir das auch sagen? Schauen Sie, David, der war ein Mann nach Gottes Herzen. Als David zum König gesalbt wurde, und bereits vorher schon, sagte Gott, ich habe einen Mann gefunden nach meinem Herzen, der meinen Willen tun wird. Nun, das bedeutet keineswegs, dass David nicht gesündigt hätte. Er hat sogar manchmal sehr schwer gesündigt. Wie wir wissen, er hat Ehebruch begangen, er hat einen Mord begangen, er hat seine Armeen gezählt, scheinbar mit dem Willen, Krieg zu führen. Deswegen durfte er auch den Tempel nicht bauen, weil Gott zu ihm sagte, du bist ein Mann des Blutes, du hast Blut vergossen, ein Mann des Krieges, du sollst mir keinen Tempel bauen. Dein Sohn Salomo, der ein Mann des Friedens sein wird, der wird mir einen Tempel bauen. Und gleichwohl war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er Reue hatte. Wenn er sündigte und es wurde ihm klar, dass er gesündigt hatte, dass er gegen Gott verstoßen hatte, vielleicht weil er nicht so nahe zu Gott war in den Augenblicken, wie er es hätte sein sollen, da bereute er bitterlich. Schauen Sie, wenn Sie sündigen, und es gibt keinen Menschen auf Erden heute, der nicht hin und wieder sündigt, bereuen Sie Ihre Sünde. Manche schleppen die Sünde mit sich mit, das ganze Leben hindurch, können sich nicht vergeben, meinen, Gott könnte ihnen dafür nicht vergeben. Schauen Sie, ich glaube nicht, dass viele von Ihnen solch schwere Sünden jetzt menschlich gesehen begangen haben wie David. Und gleichwohl hat Gott ihm vergeben. Und gleichwohl wird David im Reich Gottes sein, in einer hohen Position. Gott schaute auf sein Herz. Gott schaute auf seine Motivation, auf was er war. Und hier lesen wir eine Stelle, meine Damen und Herren, die uns zeigt, wer und was David war. Und darauf kommt es an. Nun, ich sage nicht, wir können jetzt ohne weiteres aus freien Stücken heraus sündigen. Paulus sagt uns, ich schreibe das nicht, damit ihr sündigt, ich schreibe euch, dass ihr nicht sündigt. Johannes sagt es auch. Aber Johannes sagt, aber wenn ihr sündigt, dann könnt ihr euch an Gott wenden und Vergebung eurer Sünden erlangen. Denn Jesus Christus ist ja für euch gestorben, sodass ihr Vergebung eurer Sünden erlangen könnt. Eine wunderbare Nachricht. Etwas, worüber man nachdenken muss. Wie gesagt, Christi Tod ist kein Freibrief zur Sünde. Wenn man sich willentlich und wissentlich gegen das Opfer Jesu Christi wendet, es total vernachlässigt, ablehnt, sogar mit Hass dann gegenüber Gott sich verhält, der hat in der Tat die unvergebbare Sünde begangen. Aber das bedeutet zunächst einmal, dass man wissen muss, was man tut. Die meisten Menschen heute haben keine Ahnung von dem, was Gott von einem erwartet. Und selbst wenn wir diese Ahnung erhalten und wenn wir immer mehr und mehr uns Gott zuwenden, bedeutet dies nicht, dass wir nicht sündigen werden. Und selbst wenn Gottes Geist in uns ist, bedeutet dies ebenfalls nicht, dass wir nicht sündigen werden. Aber die Einstellung muss die sein, dass wir, wenn wir die Sünde erkennen, dass wir sie bereuen, dass wir sie lassen. Und schauen wir uns nun Psalm 119 an. In Vers 97, da sagt David, wie liebe ich dein Gesetz. David liebte das Gesetz Gottes. Das Gesetz, das ihm sagte, Gott zu lieben, den Mitmenschen zu lieben. Er liebte Gott dadurch, dass er die ersten 4 der 10 Gebote hielt, inklusive den Sabbat, inklusive die Tatsache, dass er keine anderen Götzenbilder haben würde oder keine Götzenbilder, dass er sich keine anderen Götter neben Gott stellen würde, dass er seinen Namen nicht missbrauchen würde. Heute wird Gottes Name ständig missbraucht, im Fernsehen, in den Zeitungen, auf die Art und Weise, wie Politiker sprechen. David hatte keineswegs Gefallen daran. Und wir sollten auch daran keinen Gefallen haben. Und dann natürlich die letzten 6 Gebote, die uns zeigen, wie wir den Mitmenschen lieben. Und David liebte das Gesetz Gottes. Und schauen Sie, wie er fortfährt. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. David dachte den ganzen Tag hindurch darüber nach, was Gottes Gesetz beinhaltete und wie es in seinem Leben Anwendung finden sollte. Aber wenn er es nicht tat, dann sündigte er. Als er Bathsheba sah, wie sie da auf dem Dach badete, in dem Augenblick dachte er nicht an Gottes Gesetz.
Und dann sündigte er natürlich. Und als er Joab den Befehl gab, den Ehemann der Bathsheba im Kriege mehr oder weniger umkommen zu lassen, da hat er auch nicht daran gedacht, was Gott ihm in seinem Gesetz sagt. Aber grundsätzlich war richtig, dass David den ganzen Tag über sein Gesetz nachdachte. Und er sagt hier auch in Vers 98, dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Ewig ist es mein. Vers 99. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Meine Meditation. Und seine Meditation über das Gesetz Gottes machte ihn weiser als alle seine Feinde und sogar als alle seine Lehrer. Schauen Sie, ohne diese Meditation, ohne dieses Nachdenken über Gottes Gesetz und wie es in unserem Leben Anwendung finden soll, hätte er diese Dinge gar nicht sagen können. Und es natürlich ist auch notwendig, dass wir Gottes Gesetz lieben, dass wir es genug lieben, dass wir es halten wollen. Es muss Teil unseres inneren Wesens werden. Denn wenn es nicht Teil unseres inneren Wesens wird, dann werden wir die Liebe zu Gott und die Liebe zu Gottes Gesetz nicht ewig, wie David hier sagt, behalten. Wenn Anfechtung kommt, werden wir uns abwenden. Viele im Laufe der Jahrhunderte, die sich ursprünglich zum Christentum bekannt haben, haben sich abgewendet vom wahren Christentum, als Verfolgungen kamen, haben dann Dinge getan, die sie nicht hätten tun sollen, Dinge gedacht, die sie nicht hätten denken sollen und haben dann letztendlich Gott und seinem Gesetz den Rücken gekehrt. Das war nicht die Einstellung Davids. David wollte das Gesetz halten für alle Zeit. Im Psalm 119 und Vers 18 lesen wir die folgende Aussage von David. Psalm 119 und in Vers 18. Da sagt er, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. David verstand, dass Gott einem dies offenbaren muss. David verstand, dass Gott einem die Augen öffnen muss, dass das Lesen der Bibel alleine nicht ausreicht. Man braucht das Verständnis Gottes, das nur Gott einem geben kann, einem die Augen zu öffnen, damit man die Wunder, das Wunderbare im Gesetz Gottes erkennen kann. Nun, als damals der Philippus von dem Engel zu dem Eunuchen geführt wurde, um ihm zu helfen und letztendlich zur Taufe zu führen, da hatte natürlich der Eunuch gesagt, als er den Propheten Jesaja las, wie kann ich dies verstehen, es sei denn, dass jemand mich anleitet. Also meinen Sie nicht, dass Sie auf sich gestellt alleine die Bibel verstehen könnten. Meinen Sie nicht, dass Sie niemanden brauchen, der Ihnen zeigt aus der Bibel, wie die Bibel zu verstehen ist. Gott gebraucht seine Prediger heute, wie er dies die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch getan hat, auch im Alten Testament bereits, um den Menschen zu zeigen, was Gottes Gesetz beinhaltet und was das Wunderbare im Gesetz Gottes ist. Einige sind zu stolz, dies anzuerkennen. Sie meinten, man könnte ein individuelles Christentum in dem Sinne betreiben, dass man niemanden braucht. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Gott, durch Jesus Christus, der seiner Kirche ja nun Prediger gegeben hat, lehrt uns, zunächst die Prediger, die dann die Wahrheit weitergeben an andere, die dann ebenfalls letztendlich dann zu Predigern werden, anderen weiter die Wahrheit geben können und so weiter und so fort. Dies ist der Mechanismus, der die letzten 2000 Jahre seit der Gründung der neutestamentlichen Kirche in Operation war und weiter auch in Operation sein wird. In Vers 97, im Psalm 119, das hatten wir gerade gelesen, liebe ich dein Gesetz. Jetzt fahren wir fort in Vers 152, Psalm 119 und Vers 152. Da sagt David, längst habe ich aus deinen Zeugnissen erkannt, dass du sie gegründet hast auf ewig. Also der David hat nachgedacht über die Zeugnisse, die Gebote, die Gesetze Gottes und ist dann zu dem Schluss gekommen, aufgrund seiner Meditation, die von Gott inspiriert war, dass Gott seine Gebote auf ewig gegründet hat. Nun, es gibt zeitweilige Gesetze, das ist richtig.
Aber die 10 Gebote sind auf ewig gegründet. Solange wie es Menschen gibt, sind die 10 Gebote verbindlich für alle Menschen. Schauen Sie, David hatte das erkannt. Haben wir das erkannt? Und wenn wir es erkannt haben, leben wir danach. Im Psalm 119 und in Vers 140, da sagt David etwas sehr Bemerkenswertes über das Wort Gottes. Er sagt, wohl geläutert ist dein Wort, dein Knecht hat es lieb. Wohl geläutert. David hatte erkannt, dass seine Meditation, dass das Wort Gottes nicht etwas ist, was so zufällig entstanden ist, dass Gott da jetzt experimentiert hat und gesagt hat, ja, also ich werde mal hier dieses Gesetz erlassen, mal sehen, was draus wird. Gott hat sehr viel Zeit dazu und darauf verwandt, über sein Gesetz nachzudenken, bevor er es erlassen hat, dem Menschen gegenüber. Das wird zum Beispiel im Psalm 12 und Vers 7 bestätigt. Psalm 12 und Vers 7. Da sagt David, die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber, am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Also die Beziehung wird hier hergestellt als ein Vergleich zwischen Silber und dem Wort Gottes, wie man Silber läutert. Wenn es heißt, hier am Eingang zur Erde, dann sagt hier die Elberfelder Bibel in der Anmerkung, das heißt am Schachteingang. So wie man also jetzt in einen Schacht steigt, um dort Silber zu bergen, das dann aber geläutert wird, so sagt David hier, Gottes Wort wurde siebenmal geläutert, auf die Probe gestellt. Gott der Vater und Jesus Christus haben sehr intensiv über diese Gebote nachgedacht, bevor sie den Menschen gaben. Wir können also absolut sicher sein, dass sie fest gegründet sind, dass sie perfekt sind, vollkommen sind, dass der Mensch nicht beginnen soll, jetzt an den Geboten herum zu experimentieren, herum zu interpretieren und dann zu sagen, ja, die brauchen wir heute in dem Sinne nicht mehr zu halten. David hatte erkannt, durch Meditation, durch das Nachdenken, das Nachsinnen, wie wunderbar, wie herrlich die Gebote Gottes sind, dass sie praktische Gebote sind, dass sie Gebote sind, die aus der Liebe Gottes entspringen. Deswegen heißt es ja, das Gesetz ist, oder vielmehr die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Warum? Weil man durch die Liebe das Gesetz erfüllt, anwendet. Gott zeigt uns, wie wir ihn lieben sollen. Er zeigt uns, wie wir den Nächsten lieben sollen. Und wenn wir meinen, wir könnten den Nächsten auf andere Weise lieben, dann irren wir. Dann hat unser Nachdenken zu einer falschen Konstellation, zu einem falschen Resultat geführt. Schauen wir uns wiederum Psalm 119 an und diesmal Vers 78. Psalm 119 und Vers 78. Auch wiederum hier aus der Elberfelder Bibel gelesen. Lass beschämt werden die Übermütigen, die mich lügnerisch bedrücken. Ich denke über deine Vorschriften nach. Auch hier wiederum der gleiche Gedankengang. Hier sind die Übermütigen, die bedrücken ihn lügnerisch. Wie reagiert David? Er denkt über die Vorschriften Gottes nach. In allen diesen Fällen wird in der englischen Bibel jeweils gesagt, ich meditiere über die Vorschriften Gottes. Aber Nachdenken ist auch eine gute deutsche Übertragung, weil ja Meditieren eigentlich nichts weiteres ist als Nachdenken, Nachsinnen. Es geht hier nicht um Meditation, die bedeutungslos, die sinnlos ist. Die Bibel spricht nicht von Meditation als etwas, wo man sich hinsetzt, sagen wir mal 15 Minuten am Tag und sich da so ein Mantra immer wieder und wieder in seinem Geist wiederholt, ein Wort, das man erhalten hat. Das ist nicht die Meditation der Bibel. Die Meditation der Bibel ist sinngerecht, die hat Sinn, die hat Gehalt, die hat Bedeutung, die ist nicht sinnlos. Wenn die Menschen auf die richtige Art und Weise meditieren würden, dann würden sich auch über die Konsequenzen ihres Verhaltens klar werden. Schauen wir uns einmal eine interessante Stelle im Buch Jesaja an. Jesaja Kapitel 33. Jesaja Kapitel 33 und lesen wir Vers 18.
Jesaja Kapitel 33 und Vers 18. Dein Herz wird an den Schrecken denken. Wo ist der, der zählte? Wo der, der abwog? Wo ist der, der die Türme zählte? Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen, das Volk mit dunkler Sprache, die man nicht versteht, mit stammelnder Zunge ohne Sinn. Die Menschen werden nachdenken darüber, warum gewisse Dinge erfolgt sind, was die Konsequenzen ihres Handelns war und die Konsequenzen des Handelns anderer. Wenn Gott eingreift in der Zukunft, wenn er seine Gesetze etablieren wird hier auf Erden, sodass jeder sie halten wird, wenn er rechtes Gericht sprechen wird, dann werden die Menschen erkennen, wie sie falsch gelebt haben. Und dann werden sie in der Tat anders leben wollen. Im Psalm 18 lesen wir, was Gott tun wird. Und wir sollen darüber heute schon nachdenken, weil wir eben Gottes Handeln respektieren sollen und bereits jetzt schon sein Handeln in unserem Leben. Psalm 18, die Verse 25 bis 27. Psalm 18, die Verse 25 bis 27. So vergalt der Herr mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Schauen Sie, wenn wir gerecht handeln, dann ist das nicht etwas, was Gott nicht sieht. Und Gott wird uns in der Weise dann auch belohnen. Belohnen in Anführungszeichen. Er wird das respektieren. Er wird uns unsere Taten gelingen lassen. Wir müssen darüber nachdenken, dass wenn wir sehr viele Probleme haben in unserem Leben, und jeder hat Probleme, darum geht es jetzt nicht, aber wenn es unwahrscheinlich viele Probleme gibt, dann sollten wir uns vielleicht fragen, ob da etwas in unserem Leben ist, was wir ändern müssen. Er sagt nämlich hier in Vers 26, gegen den Treuen verhältst du dich treu, gegen den untadeligen Mann untadelig, gegen den Reinen, Vers 27, zeigst du dich rein, gegen den Verkehrten, aber verkehrt. Nun, das hat David durch Nachdenken erkannt. Durch Observation und durch Meditation hat er dies erkannt. Und wir müssen das ebenfalls erkennen, dass Gott sich uns gegenüber so verhält, wie wir es verdienen. Und natürlich, wenn wir gegen ihn sündigen, dann heißt das noch lange nicht, dass er uns dann wirklich alle unsere Sünden auf unseren Kopf zurückwerfen wird. Wir lesen in der Bibel, dass uns Gott in den meisten Fällen noch nicht einmal annähernd das gibt, was wir wirklich verdienen in dem Sinne. Aber es geht schon darum, dass wir uns klar werden müssen, dass Gott sich dem Verkehrten gegenüber verkehrt verhält und dem Getreuen gegenüber getreu. Die Bibel ist mit diesen Aussagen angefüllt. Und es würden nicht so viele Aussagen der Bibel bestehen, wenn das nicht wichtig wäre zu begreifen. Wenn wir mit Gedanken des Hochmuts und des Stolzes einhergehen, dann sollen wir nicht meinen, dass Gott uns dann gegenüber in sehr positiver, segnender Weise begegnen wird. In Matthäus Kapitel 3, Matthäus Kapitel 3, lesen wir einmal Vers 9. Matthäus Kapitel 3 und Vers 9. Denkt nicht, sagt hier der Johannes der Täufer zu denen, die zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen. Und Johannes der Täufer taufte mit einer Taufe der Reue. Vielfach heißt es in der Bibel, oder vielmehr in der Lutherübersetzung, Buße, aber es sollte Reue heißen. Reue, es geht ja um eine Gesinnesänderung und aber auch dann nicht nur um den Gesinneswandel, sondern auch die Tatsache, dass man eben dann beginnt, das Richtige zu tun, das Falsche abzulegen. Er sagt, denkt ihr nicht. Das sind diejenigen, die kamen, um sich taufen zu lassen, weil dies halt Mode war, weil es halt jeder tat. Aber der Johannes sagt zu dem, ihr seid ja nun nichts weiter als Otternbrut oder Otterngeschlecht. Wie glaubt denn ihr, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen könnt, wenn ihr keine Reue zeigt? Er sagt, denkt nicht bei euch selbst zu sagen. Schauen Sie, denkt nicht bei euch selbst zu sagen. Also meditiert nicht darüber, sinnt nicht darüber nach. Und dann kommt ihr zu dem Schluss, ihr könnt ruhig sagen, wir haben Abraham zum Vater. Mit anderen Worten, das ist genug. Die Tatsache, dass wir die Nachkommen des Abraham sind,
Das berechtigt uns dann schon so zu leben, wie wir leben wollen und wir werden gleichwohl ins Reich Gottes kommen. Johannes sagt, denkt nicht, dass ihr so denken könnt, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Und dann warnt er sie, dass ein Gericht kommen wird. Also diese Gedanken des Hochmuts, des Stolzes, der Ablehnung der Vorschriften Gottes sind nicht etwas, was Gott wohlgefällig ist, offensichtlich. Wir lesen auch in Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12. Und lesen wir Vers 3. Römer Kapitel 12 und Vers 3. Ich lese, wie gesagt, wiederum aus der Elberfelder Bibel. Römer Kapitel 12 und Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Also wenn wir über uns selbst nachdenken und meinen, oh, wir haben eine wunderbare Position, sagen wir einmal, in den Augen Gottes, dann sagt Paulus, ich ermahne euch, nicht über das hinauszugehen in euren Gedanken, als das, was sich zu denken gebührt, sondern er sagt, darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden Maß oder einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also es geht letztendlich darum, dass Gott uns durch seine Gnade Glauben schenkt. Und wenn wir vielleicht mehr Glauben haben als andere, ist es töricht, uns damit anderen vergleichen zu wollen. Sondern Paulus sagt, dankt Gott dafür, denkt darüber nach, meditiert darüber, dass es Gott ist, der euch den Glauben geschenkt hat, das Maß des Glaubens, den er euch geben wollte. Und es geht immer wieder darum, dass wir uns von Gedanken des Hochmutes und des Stolzes anderen gegenüber total isolieren müssen. In 1. Korinther Kapitel 8, 1. Korinther Kapitel 8 und Vers 2. 1. Korinther Kapitel 8 und Vers 2. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Auch hier wiederum, der Zusammenhang ist der, man hat auf sich gestellt etwas erkannt. Aber man muss erkennen, dass alle Erkenntnis von Gott kommen muss, wenn es um geistliche Erkenntnis sich dreht. Und es ist die Erkenntnis Jesu Christi, die in uns wachsen muss. Und wenn wir etwas erkannt haben, weil Gott uns die Erkenntnis gegeben hat, dann sollen wir nicht stolz darüber sein und uns mit anderen vergleichen und hochmütig werden und sagen, ja, die sind ja nun blöd, die wissen ja noch nicht, die verstehen ja gar nicht, was hier in der Bibel geschrieben steht. Und ich habe es erkannt. Sie haben es erkannt, wenn sie es erkannt haben, weil Gott ihnen die Erkenntnis gegeben hat. Und das ist der einzige Grund. Schauen wir uns auch Kapitel 10 an und in Vers 12. 1. Korinther Kapitel 10 und in Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, wer durch seine Meditation, durch sein Nachdenken zu dem Schluss gekommen ist, dass er steht, felsenfest steht, niemals abfallen kann von Gott, niemals abfallen kann von seinen Geboten, der sehe zu, sagt Paulus, dass er nicht falle. Wir dürfen nicht den Hochmut haben, dass wir meinen, wir hätten es bereits geschafft. Wer ausharrt bis zum Ende, heißt es, der wird selig werden, der wird gerettet werden. Versuchungen werden kommen, Prüfungen werden kommen, Verfolgungen werden kommen, Leiden werden kommen. Werden sie standhaft bleiben? Wenn ja, können sie es nur durch die Gnade Gottes, durch die Kraft Gottes in ihnen tun. Das ist die einzige Möglichkeit. Auf sich gestellt, alleine auf sich gestellt, werden sie es nicht schaffen. Jesus Christus hat selbst gesagt, als er hier auf Erden als Mensch lebte, aus mir heraus, von mir aus, kann ich gar nichts tun. Die Werke, die ich tue, das ist der Vater, der die Werke in mir tut. Also das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Kapitel 14, 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 37. Schauen Sie, wie das mit Meditation in Verbindung steht. Wir müssen auf richtige Art und Weise über diese Dinge nachdenken.
zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen. Gott darum bitten, im Gebet zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen. Wir werden in einer weiteren Predigt sehen, wie Gebet und Meditation rein praktisch zusammengehören. Und wir werden dies anhand von biblischen Beispielen sehen, dass Meditation und Gebet durchaus zusammengehören können, dass sie beten können und meditieren können zur gleichen Zeit. Aber hier in 1. Korinther Kapitel 14 und Vers 37, wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Also Paulus auch denkt darüber nach. Ihr meint, ihr seid auch ein Prophet, ihr seid von Gottes Geist erleuchtet, aber ihr widersteht dem, was ich hier schreibe. Er sagt, erkennt durch Nachdenken, durch die richtige Art von Meditation, dass ich euch das Gebot Gottes mitteile. Und wenn ihr in irgendeiner Form und in irgendeiner Weise dem widersprechen wollt, dann habt ihr nicht auf richtige Weise nachgedacht, sagt der Paulus hier. Und dann auch in Galater Kapitel 6. Galater Kapitel 6. Und lesen wir Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Schauen Sie, in Gottes Augen sind wir etwas, was Gott uns gegeben hat, was er aus uns gemacht hat. Alle Talente, die Sie haben mögen, sind Ihnen von Gott gegeben worden. Es war Luzifer, der das Abbild der Vollkommenheit war, das Siegel der Perfektion, wie es heißt, der sich etwas einbildete auf seine Schönheit, der sich etwas einbildete auf seine gewaltigen Kräfte und Mächte, die er hatte. Und was wurde aus ihm? Er wurde zu Satan, dem Teufel. Und Paulus warnt davor. Er sagt, gebt alle Ehre Gott, nehmt nicht Ehre für euch selbst an. Wenn ihr meint, etwas zu sein, wo ihr doch an sich gar nichts seid in den Augen Gottes, dann betrügt man sich selbst. Und das sind die Gedanken, die wir uns abgewöhnen müssen, die wir eben nicht weiter verfolgen dürfen. Galater Kapitel 6 und Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch versucht wirst. Wir müssen uns darüber klar werden, dass wir niemandem helfen können, wenn wir selbst der Hilfe bedürfen. Wie ja nun auch Christus sagt, was siehst du? Den Splitter in deines Bruders Auge, siehst den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Nimm erst einmal den Balken aus deinem eigenen Auge weg und dann kannst du versuchen, deinem Bruder zu helfen, den Splitter zu entfernen. Aber selbst wenn wir den Balken aus unserem Auge weggenommen haben, sagt Paulus, müssen wir immer noch vorsichtig sein, dass wir nicht wieder versucht werden, weil wir auf einmal jetzt in einer falschen Einstellung heraus versuchen, in Anführungszeichen jetzt, dem Bruder zu helfen. Ich möchte noch ein paar Minuten hier fortfahren und dann in der nächsten Predigt dann das Thema wieder aufgreifen. Aber Gott sagt uns auch, dass wir über sein Gesetz Tag und Nacht nachdenken sollen. Wir hatten das bereits eben schon kurz erwähnt, aber jetzt noch etwas mehr hierzu. In Psalm Kapitel 1, Psalm Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Mit anderen Worten, es sollte nicht dazu kommen, dass wir uns von dem Gesetz Gottes abwenden, selbst in unsere Gedanken nicht, und meinen, wir bräuchten das Gesetz Gottes nicht. Seine Lehren, seine Weissagungen. Psalm 1 und Vers 1. Glücklich der Mensch, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Schauen Sie, wenn man über das Gesetz Gottes nachdenkt, wenn das Gesetz Gottes Teil unseres Wesens geworden ist, wenn das Gesetz Gottes in unserem Herzen ist, dann wird man nicht
dem Rat der Gottlosen folgen. Dann wird man nicht den Weg der Sünder betreten. Dann wird man nicht im Kreis der Spötter sitzen. Das Problem ist nur, dass wir eben nicht immer Tag und Nacht über Gottes Gesetz nachdenken. Und wenn auf einmal Gottes Gesetz in eine Schublade gelegt wird, dann kann es sehr leicht geschehen, dass wir diese Dinge tun, von denen hier David spricht im ersten Psalm. Schauen wir uns einmal etwas in dem Buch Josua an. Josua Kapitel 1. Josua Kapitel 1. Und ich möchte Vers 8 lesen. Josua Kapitel 1 und Vers 8. Das wurde dem Josua gesagt: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auch auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Schauen Sie, Gott gab uns das Gesetz, dass wir Erfolg haben könnten. Aber schauen Sie auch, wie das hier formuliert ist. Er sagt dem Josua: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, und du sollst, ein Gebot, du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Wussten Sie, dass Gott uns gebietet, zu meditieren, nachzusinnen, nachzudenken über sein Wort? Gott gebietet uns zu beten, Gott gebietet uns, die Bibel zu studieren, aber Gott gebietet uns auch zu meditieren, darüber nachzudenken. Es ist ein Gebot. Denn wenn Sie die Bibel lediglich lesen, da so über ein paar Zeilen hinweg gleiten, das bringt ja nichts. Sie müssen darüber nachdenken, was Sie da jetzt gelesen haben und wie das in Ihrem Leben Anwendung finden kann. Und Josua, der berühmte und gewaltige Führer der Israeliten, der ja nun nach dem Tode des Mose die Gewaltherrschaft übernahm, in diesem Sinne, dem wurde von Gott gesagt: Du musst über mein Gesetz nachdenken, nachsinnen, darauf achten, es zu tun, und dann wirst du Erfolg haben. Nur dann wirst du Erfolg haben, sonst nicht. Also auch hier wiederum eine sehr wichtige Stelle. Und wie ich eben schon sagte, schauen wir uns einmal etwas im Buch Haggai an. Wenn wir keinen Erfolg haben in unserem Leben, wenn alles so schief läuft, wenn alles so daneben geht, egal was wir so anpacken, alles läuft nicht so, wie es laufen sollte oder wie wir uns denken, dass es laufen sollte. Nun, vielleicht haben wir da falsche Gedanken auch, vielleicht befinden wir uns auf einem Weg, den wir nicht gehen sollten, aber vielfach ist es auch so, dass wir möglicherweise etwas in unserem Leben tun, was Gott davon abhält, uns zu segnen. Denken wir daran. Dem Gerechten gegenüber wird er gerecht sein, aber dem Ungetreuen wird er auch in dem Sinne nicht helfen wollen, helfen können, damit eben der Ungetreue getreu wird, damit er eben erkennt, dass er etwas in seinem Leben ändern muss. Haggai Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Mit anderen Worten, denkt einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, ihr seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Mit anderen Worten, der kriegt zwar sein Gehalt, aber das Gehalt, das geht gleich wieder weg. Als ob er es in einen durchlöcherten Beutel wirft und das Geld fliegt dann gleich wieder raus. Und er fährt dann fort zu sagen: So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Es ging hier um eine Aufgabe, die Gott damals den Menschen gegeben hatte. Die waren aber nicht bereit, das zu tun. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und ihr brachtet es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen? Wegen meines Hauses, er spricht hier von dem Tempel, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus.
Die Prioritäten waren verkehrt. Gott hatte dem Volk einen Auftrag erteilt, der Tempel sollte gebaut werden. Keiner hatte da irgendwie Interesse daran. Die waren lieber darum besorgt, ihren eigenen Wohlstand zu errichten. Und dann heißt es hier, deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein, über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Das gesamte Volk war nicht gesegnet worden von Gott, weil das Volk nicht willens war, Gottes Gebote zu halten. Es ist wichtig, dies zu verstehen. Und zum Abschluss möchte ich hier noch einen Psalm jetzt lesen, in Psalm 49. Psalm 49. Und schauen Sie, nur durch Meditation, durch das Nachdenken unseres eigenen Lebens im Hinblick auf, was uns Gott sagt, konnte man zu dieser Schlussfolgerung gelangen. Sonst nicht. Wenn man so wie die Tiere so weiter so dahin vegetierte, dann hätte man niemals erkennen können, dass diese Dinge geschahen, weil Gott nicht mit dem, was man tat, einverstanden war. Psalm 49, zum Abschluss, und lesen wir Vers 3. Psalm 49 und Vers 3. Und dann auch Vers 4. Söhne der Einfachen wie der Vornehmen, Reiche und Arme miteinander, also es gab da keinen Unterschied, was jetzt gesagt wurde, das gilt für alle. Vers 4. Mein Mund soll Weisheit reden und das Sinnen meines Herzens ist Einsicht. Das Sinnen meines Herzens oder die Meditation meines Herzens ist Einsicht. Warum? Weil Gott einen dazu befähigt hatte, auf richtige Art und Weise zu meditieren und weil eben hier die Söhne Korahs diesen Psalm geschrieben haben, das akzeptierten. Und so muss auch unsere Meditation zur richtigen Einsicht führen. Unsere Meditation muss dahin führen, dass wir erkennen, dass wir nicht so leben, wie wir leben, wenn das der Fall ist. Und auf der anderen Seite, dass wir weiter so leben sollen, wie wir leben, wenn das der Fall ist. Schauen Sie, nur die Meditation, das Nachdenken über unser eigenes Leben im Hinblick auf das, was uns die Bibel lehrt, kann zu diesen Schlussfolgerungen kommen. Deswegen ist es so wichtig, sich einmal, vor allen Dingen auch des Abends, man kann das auch des Morgens tun, des ganzen Tages hindurch, über sich selbst im Klaren zu werden, sich selbst klar zu werden darüber, wie man lebt und ob das im Einklang steht mit Gottes Geboten. Denn letztendlich ist es ja so, dass Gott uns zu einem Zweck erschaffen hat. Und der Zweck ist ja, Eingang zu finden ins Reich Gottes, ewiges Leben zu erlangen. Wir sind heute Fleisch und Blut, fleischlich, aber wir sollen ja zu Geistwesen werden. Mitglieder werden innerhalb der Familie Gottes. Wiedergeborene Töchter und Söhne Gottes des Vaters und Geschwister von Jesus Christus. Und Gott will natürlich, dass wir dann auch so leben und bereits jetzt schon zu der Erkenntnis kommen, wie man leben soll, wie es in seinen Augen wohlgefällig ist. Und Meditation hilft einem dabei, muss einem dabei helfen. Und in der nächsten Predigt werde ich weiter auf dieses Thema eingehen und wie ich sagte, Ihnen dann auch zeigen, wie man rein praktisch dies in seinem Leben anwenden kann. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik